Seelen in Tränengefäße gebannt. Haireiter mit Knochenspeeren. Irrsinnige, gebärenglotzende Krötenwesen. Eine See aus Blut. Wachsende, wasserwandelnde Algenschiffe, vielzüngige Froschwesen, lecken weißes Fleisch, blutig, schwarze Gebeintürme auf Nachtraumgrund. Ich sah, wie sich die Heere der Tiefe sammeln und erheben. Das Wasser um mich herum war so finster wie schwarze Tinte. Ich war jedoch nicht so tief getaucht, um jetzt aufzugeben. Was auch immer ich gesehen hatte, es versuchte vor mir zu fliehen. Meine Augen vermochten aber in dieser vollkommenen Dunkelheit nicht zu sehen. Nur die Spaltöffnung über mir schimmerte im tiefsten Nachtblau. Dann sah ich es. Vor mir leuchteten vor einem Augenblick auf den anderen kräftige Farben. Ich konnte die Gestalt eines pristinen großen Kraken erkennen, unter dem sich der Spalt zu einer großen Kaverne auftat. Dort lag eine Stadt, die aus einem riesigen Schwamm geformt war. Die Farben selber kamen von Kraken? Es war faszinierend und erschreckend zugleich, als sich dabei die Arme der Kreatur langsam auf mich zubewegten. Scheinbar wollte es mich umarmen, doch Panik breitete sich in mir aus. Schnell versuchte ich, von der Kreatur wegzukommen, tauchte unter den zupackenden Tentakeln hindurch und schließlich hinaus aus dem Abgrund. Ein letztes Mal blickte ich zurück in den Spalt und sah noch einmal ein kurzes Aufleuchten. Dann war es wieder dunkel unter mir und ich tauchte so schnell ich konnte zurück zu den anderen. Erzählung von einem jungen Risso über seine Begegnung mit einem Weisen der Tiefe. Und so schreiben wir den 11. Zaun, 17 Uhr, Janka. Boltax hat seine Begegnung mit der Malerin Sephirim gerade überlebt und taumelt jetzt mit seinen Gedanken in Richtung des Blauen Palastes, wo er hofft, die anderen zu finden, die dort tatsächlich auch auf ihn warten und suchen. Boltax, wo wart ihr? Ich war im Tempel von der Stute. Ich habe nach der Malerin geguckt und sie war da und sie hat Kindern Dinge erzählt. Sie hat ohne Moral gepredigt und davon gesprochen, dass Raya ihren Sohn verstoßen hätte und dass Effert ein böser Gott ist. Und derlei mehr. Ich habe sie versteinert. Das ist gut. Sie ist noch da? Ist diese Frau wahnsinnig? Nun, jetzt ist sie erstmal Stein. Wir müssen sofort zurück. Mein Zauber hält nicht mehr lange. Ja, schnell. Und wir machen uns auf den Weg. Ja, so könnt ihr euch in deiner eigenen Stadt relativ einfach zurechtfinden, der Hauptstraße folgend, bis ihr dann nach kurzer Wegstrecke am Tempel der Raya ankommt, der immer noch unverändert vor euch liegt. Wenn ihr hineintretet, könnt ihr sie sehen, wie sie dort am hinteren Teil des Altars steht und euch mit starren, steinernen Augen anblickt. Stellt sicher, dass niemand mehr im Tempel ist und verschließt die Tore. Naja, ich werde mich darum kümmern. Hier ist sowieso niemand mehr gewesen, außer den Kindern. Aber die sind jetzt auch fort. Nur um sicher zu gehen. Ich würde mich einfach vor den Tempel stellen. Und ich nehme an, der Tempel ist nicht so riesengroß, dass ich den alleine zumindest halbwegs erfolgreich absperren kann, richtig? Also, der geht von der Hauptstraße aus nach in Richtung des Hafens. Ist eben typischer Phallusform, hat eben einen Eingang und wahrscheinlich hinten bei der Sakristei noch einen zweiten Ausgang. Aber der ist normalerweise auch zugeschlossen und zugesperrt. Das heißt, wenn du dich jetzt hier in der Hauptstraße vor den Haupteingang stellst, dann wird da wohl keiner mehr reinkommen. Gut, dann checken wir vielleicht. Dann checken wir vielleicht noch kurz die Sakristei, ob da noch wer ist. Nein. Also normalerweise laufen in Jochen Bakuluden oder sowas herum oder Geweihte, wenn denn da sind, aber zurzeit nicht. Ich würde mir gerne die Bilder angucken, die sie gemalt hat, ob sich da irgendwelche versteckten Symboliken drin verbergen. Also hier aktuell steht keine weitere Staffelei. Die Bilder, die sie gemalt hat, die standen ja allesamt in ihrem eigenen Atelier war es ja nicht, sondern... Hatte sie nicht den Auftrag, die Deckenkuppe zu malen? Das Fresko, ja.
Genau, die Fresken in dem Tempel waren beschädigt und sie sollte die restaurieren. Dann gib mir mal eine Götter- und Kulteprobe plus 13, um zu schauen, ob das Fresko unangenehm verzerrt ist. Plus 13, okay, zählen urtulamische Kulte oder Proben? Nein. Okay. Also auf den ersten Blick erkennst du selbstverständlich Raya, das könnte wohl Leftan sein, das ist wohl eine Szene aus dem Garten der Götter, würdest du vermuten, das ist hochgradig gearbeitet, also nicht ganz ein Eldan Gorbos, aber auch über die Decke zu malen, die Farbe ist schon getrocknet, das ist schon vor einiger Zeit wohl passiert. Auf den ersten Blick sieht es nicht ungewöhnlich aus, könnte natürlich eine versteckte Botschaft haben, aber sie fällt dir zunächst einmal nicht auf. Ja gut, dann würde ich es weitersuchen und ja, gucken, was passiert. Okay, Zulamin steht derweil mit Boltax vor der versteinerten Sephirim. Sie kann mich hören, Boltax, oder? Das ist richtig. Sie müsste dich hören können. Aber sie kann nicht antworten und sich nicht bewegen. Zulamin nickt. Und dann umrundet sie die Versteinerte und tritt so von hinten an sie heran und beugt sich nahe an ihr Ohr heran. Ich habe euch eine Chance gegeben, Sephirim. Jeder hat es gesagt, dass man Albinos nicht trauen kann. Denn sie haben die Farbe ihrer Haut an den Namenlosen verkauft. Jeder. Aber ich habe euch trotzdem eine Chance gegeben. Und ihr habt sie genutzt, um uns alle ins Unheil zu stürzen. Und um den Namen meiner Göttin in den Schmutz zu ziehen. Aber wisst ihr was? Ich werde es wieder tun. Ich werde Menschen eine Chance geben. Auf das Risiko hin, dass sie es nicht verdient haben. Denn meine Göttin liebt die Menschen. Euer Gott ist nur hilfloser Hass. Und sie presst Sephirim eine Hand auf den makellosen Mund und zieht mit der anderen ihre Raya-geweihte Klinge. Du kannst den Zauber jetzt fallen lassen, Boltax. Natürlich. Ja, und mit Zauberkontrolle löse ich den Zauber. Kurz bevor die Entsteinerung vor sich geht, kannst du wohl erkennen, wie sich ein Lächeln auf ihre Lippen stiehlt, obwohl sie sich sonst nicht bewegt und auch den Mund kann sie nicht verziehen, aber du hast trotzdem das Gefühl, als würde sie lächeln. Ja, Zulamin zieht die Klinge über ihre Kehle und während das Blut über den Boden spritzt, spricht sie: Möge dein Blut diesen Tempel reinwaschen, den du besudelt hast, Sephirim. Zu Ehren der Raja Ushtama, die neben der Sternenlehre Wache hält, während euer Gott sich in Fesseln windet. Und sie stößt die Leiche von sich. Noch! So, das war das. Mir schien es am besten so zu sein. Ich hätte sie natürlich auch argumentativ stellen können, aber in dieser Situation dachte ich, ihr wolltet vielleicht mit ihr verfahren. Danke, Boltax. Auch, dass ihr als einziger von uns die Geistesgegenwart besessen habt, nachzusehen, ob sie wirklich weg ist. Nun, man denkt hin und wieder nach, nicht wahr? Gut. Wir wollen sehen, was sie denn im Tempel noch angerichtet hat, außer ihre kruden Vorstellungen und Gespinste den Kindern einzupflanzen. Ja, Zulamin wandert auch mal in Richtung Fresken und betrachtet sie. Fresken sind natürlich wunderschön, aber das waren die anderen Bilder auch. Ist jetzt nicht ganz zwergische Handwerkskunst, aber sieht schon nicht schlecht aus. Malen konnte sie. Ich denke, ich werde sie zerstören lassen. Aber ich schaue sie mir auch noch mal ein bisschen genauer an, ob ich irgendwas Konkretes erkennen kann. Gleiches würde ich auch gerne tun, allerdings nicht auf Götter und Kulte, sondern auf Tierkunde mit der Spezialisierung Drachen und Echsen.
Denn der Namenlose ist für mich der goldene Drache. Also, ich habe da einen bisschen anderen Blick drauf. Ich nehme an, auch um 13 erschwert. Oder sogar um mehr, weil... Das ist eine Ableitung, aber ich erlaube sie dir. Also nochmal plus 5 drauf. Okay, also plus 18. Alright. Gucken wir mal. Ich habe das Ganze auf 11. Nein, das ist nicht geschafft. Ja, ihr seid euch sicher, irgendeine Bösartigkeit wird wohl daran haften. Ihr bereut es so ein bisschen, dass ihr dann auch die Bilder nicht regelmäßig von ihr kontrolliert habt, als sie noch auf eurem Schiff war. Aber das konnte natürlich keiner ahnen. Und jetzt einfach nur aufgrund der Hautfarbe eines Albinos zu Maßstäben zu greifen, wäre natürlich auch nicht das Richtige, was die Götter dann von einem wollen. Die Vorurteile mögen in diesem Fall sich bewahrheitet haben, aber es gilt natürlich nicht für jeden Albino. Zerstören könnt ihr sie trotzdem. Nun, was machen wir mit der Leiche hier? Ich denke, wir werden ein Schild an den Eingang hängen, dass der Tempel renoviert wird. Unsere Leute sollen die Leiche entsorgen und auch die Fresken übermalen. Ich hole den Schlüssel aus der Sakristei. Ich würde mir den Körper gerne noch mal genauer angucken. Von ihr, jetzt wo sie tot ist. Ja, dir fällt wohl auf, wenn du sie dir anguckst, sie hat wohl noch alle 10 Finger, damit sie malen kann, aber an ihrem Fuß fehlen noch 2 weitere 10 und ihr Bauchraum ist merkwürdig hohl. Mhm. Abelmir, komm mal her, du kennst dich doch mit der Anatomie. Was ist denn? Ihr Bauch, schau, das klingt irgendwie komisch. Ich würde meinen Bauch abtasten. Anatomie werfen, oder? Ja, Anatomie, Menschen. Ist Menschen wirklich eine gültige Spezialisierung für Anatomie? Ja. Ja. Das klingt mir... Gibt doch Echsen. Oder? Ja, genauso wie Schlösser für Schlösser knacken. Ja. Oder Fallen. Wir müssen uns nicht über diese Spezialisierung aufregen. Hat genug Abenteuerpunkte gekostet. Ich will aber. Dir fällt wohl auf, dass es, ja, es ist nicht der Bauchraum, sondern der Brustraum. Und ja, sie ist eine Frau, sie hat selbstverständlich Brüste. Aber dir fällt wohl auf, da müsstest du mit einem chirurgischen Messer die Leiche tatsächlich wohl noch etwas aufschneiden, um da sicher zu sein. Aber du glaubst, ihr Brustkorb wurde wohl bearbeitet oder so etwas. Fehlen denn irgendwelche Organe? Schneidest du sie auf? Hier natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. A, habe ich kein Werkzeug dabei und B, würde ich auch sowas in einem Tempel der Raya nicht machen. Dann kann ich dir auch nicht verraten, ob Organe fehlen. Okay. Ja, wer kann das abtasten können, irgendwie man nie so viel Mangos halt merken oder. Nee, genau, also es war nicht der Bauchraum, sondern Brust. Du kannst einen Penetritzel zaubern. Ist herzlos. Wenn du gut wärst. Ich glaube, der wirkt nicht auf organische Lebewesen. Aber es ist ja jetzt nicht kein mehr Lebewesen Organ. Mehr. Ja, genau, sie ist kein Lebewesen mehr. Ja, nein, das macht keinen Sinn und nein, ich mach die Regeln nicht. So ist es halt. Wir können sie ja aufs Schiff schaffen, eventuell könnte ich sie untersuchen. Sulamin kommt gerade zurück. Aufs Schiff schaffen? Wir sollten sie untersuchen. Ihr scheint etwas zu fehlen hier. Ich zeig mal auf die Stelle, auf der Brust. Im Inneren, nicht im Äußeren. Wenn ihr tatsächlich darauf versessen seid, die Frau aufzuschneiden, dann tut das vielleicht nicht in meinem Beisein. Hm? Ich bin mir sicher, ich kann euch da nicht behelfen. Sie ist doch tot. Euch kann euch nichts mehr passieren. Ja, wir beide wissen, dass das etwas tot ist, nicht bedeutet, dass es ungefährlich ist. Möglich, aber das Risiko gehe ich gerne ein. Sergio, habt ihr etwa Angst? Ich habe den gehörigen Respekt vor dem Gewaltpotenzial toter Materie. Sulamin betrachtet die Leiche. So viel Schönheit. Solch eine Verschwendung. Ich würde sie gerne mal abtasten, ob sie irgendwelche Ritualgegenstände dabei hat, die jetzt nicht unbedingt aufs Schiff gehören, eventuell. Also wenn du in ihren Taschen nachguckst, kannst du... Also ich taste sie ab, ich will die Dinger nicht anfassen, das muss ich betonen extra nochmal. Ja, sie sollte man bei mir tatsächlich mal machen, ja. Du spürst einen Gegenstand in ihrer Tasche. Was hat es in der Tasche? Dann würde ich vielleicht mit einem Taschenbuch nehmen und probieren, diesen
Gegenstand ganz, ganz vorsichtig aus ihrer Tasche zu ziehen. Mhm. Eine Fuchsstatuette aus Onyx. Das hatte sie dabei. Vielleicht solltet ihr sie untersuchen. Interessant. Was könnte ich da würfeln? Ich würde mir das gerne mit Gesteinskunde angucken. Ja, würfelt nochmal Gesteinskunde und Zulamin darf gerne nochmal Götter und Kulte machen. Irgendwann muss es ja klappen. Auch ohne Urtulamidisch? Ohne Urtulamidisch. Ach so, wegen Fex, ja. Wow. Wieder die 20. Willst du Schicksalspunkten? Ich hab noch die Rede vor uns und an der hängt irgendwie unsere Kampagne, also vielleicht nein. Will ich, darf ich auch gerade probieren, also. Ja, darfst du. Neue Probe, passt. Und das reicht. Aber mir ist unser Wissenscharakter, der muss das kriegen. Wenn er auch sonst nichts kann. Wow, du, danke. Du merkst, ich war so kurz davor, es zu sagen, und dann habe ich es sein gelassen, weil es mir ein bisschen fies erschien. Die Augen von beiden Füchsen sind zerkratzt. Das mag natürlich übliche Gebrauchsspur sein, aber das mag bei so einem Ritualgegenstand mag das zu auffällig erscheinen, dass die an verschiedenen, also mal ist an der vorderen Pfote ein Stück abgebrochen, dass da ein Finger fehlt, die Augen sind zerkratzt auf beiden Seiten und das sind wohl keine Gebrauchsspuren, so wie sie normalerweise dich ungewöhnlich stimmen. Kann ich daraus irgendwas schließen, ob es ein zu einer Entweihung eines Fex-Tempels dienen sollte, oder? Es ist im Prinzip, also du gehst davon aus, dass das wohl mal einem Fex-Geweihten gehört hat und jetzt nicht mehr. Seht ihr hier diese Spuren? Diese deuten auf eine mutwillige Zerstörung. Ich vermute, sie hat diesen Gegenstand gestohlen und entweiht. Mechanische Schädigung, stimmt. Das ist nichts, was einfach so passiert. Vielleicht sollten wir die Statuette Midas geben. Vielleicht möchte er sie, ich weiß nicht, begraben oder so. Vielleicht sollten wir sie einfach zerstören? Wer ist denn jetzt wieder Midas? Der Fixgeweihte Boltax. Ich glaube, er müsste noch in der Stadt sein. Ah, ich erinnere mich nicht. Es tut mir leid. Das haben Sie an sich, ja. Nun, wie auch immer. Nehmen wir sie erst einmal mit. Ich reiche dir das Taschenbuch mit der Statuette darin. Ja, dann nehme ich sie. Gut, dann werde ich abschließen und wir gehen zurück zum Schiff. Damit diese Sache hier, nun ja, bald bereinigt wird. Ja, während ihr den Reihetempel so weit wieder aufräumt, dass er dann nicht mehr betreten wird, die Leiche dann einpackt, kann Rafim draußen auf der Straße erkennen, wie sich eine große Gruppe von Zwergen dir nähert. Hey, na Großer? Ja, kann ich euch helfen? Du bist Rafim, oder? Dich erkennt man an der Größe. Das ist oder tatsächlich richtig. Du musst lachen. Guter Witz. Naja, du bist ja nicht der Zwergenkönig. Nee, aber er hat uns einen guten neuen Witz erzählt. Stell dir vor, er ist ohne Bier gekommen. Ja, was kann ich für euch tun? Nix. Er hat nur von dir erzählt und deswegen wollten wir uns mal persönlich vorstellen. Wir kämpfen zusammen in der letzten Schlacht. No, auf dem Wasser. Da hätte ich euch ja gar nicht erwartet. Wir haben noch extra unsere Seeadler mitgebracht. Guter Witz. Seeadler Fuchs Orlosch. Das war einer der größten Witze vom Hochkönig. Ja, ich glaube, ich bin zu nüchtern für dieses Gespräch. Na dann, das mit dem Bier war übrigens ein Witz. Geh doch einfach zum Blauen Palast und trink ein bisschen was. Ja. Also, seid ihr denn schon ablegebereit, oder? Immer. Wir warten noch nur auf euch. Naja, ich würde sagen, es geht bald los, also macht euch bereit. Wir sind immer bereit, wir sind Zwerge. Ja.
Meinst du menschliche Zeitstäbe oder zwergische Zeitstäbe? Beides in dem Fall. Ist Boltax eigentlich da drinne? Der läuft doch immer bei der herum. Ja, ich glaube... Dürfen wir rein? Nee, du musst hier warten. Hey, Boltax! Ja, bleib mal da stehen. Zulamin macht irgendwas mit dem Tempel. Frag mich nicht, was. Hey, guter Witz. Ja, warum nicht? Nee. Na, dann kannst du sehen, wie sich die Tür öffnet und nach dann Abelmir, Boltax und Serpentilio raustreten. Boltax, ich hab deine Freunde gefunden. Hey, Boltax! Hallo. Schön, dich zu sehen. Na, wie geht's dir? Gut. Wusste ich doch, dass wir euch alle hier finden. Na klar. Der Tempel ist ganz nett, keine zwergische Handarbeit natürlich, aber man findet hier nicht so viel. Sieht man auch von außen. Ja, ist richtig. Was gibt's bei euch Neues? Der Hochkönig hat kein Bier mitgebracht. guter Witz. Als hätte er nie Bier mitgebracht. Ja. Ja, wie gesagt. Du siehst aus, mein Freund. Ah, hast du zugenommen? Ja, du stimmt. Auch, oder? Ja. Steht dir gut? Prächtige 2 Pfund. danke. Aber sag mal, was gibt's Neues? Ja, wie gesagt, Ayrax ist hier. Er wollte mit euch reden. Er will zwar nicht mitkämpfen, aber er hat noch ein Geschenk für euch, bevor es losgeht. Oh, hervorragend. Ich freue mich, ihn wiederzusehen. Wo ist er? Im Blauen Palast. Warum stehen wir noch hier? Wir müssen zum Blauen Palast. Wir wollen uns ein bisschen die Beine vertreten. Na dann, Hals- und Beinbruch. Deine Freunde sind wirklich nicht lustig. Sie verstehen unseren Humor nicht. Alter. Denk dran, ihr müsst lachen, wenn ihr Hochkönig einen Witz macht. Ja. Ich würde mich zu Abelmir runterbeugen und ihm jetzt so aufflüstern. Bin nur ich zu nüchtern, oder? Nein. Okay, gut. Diesen Humor kann man nicht verstehen. Wollt ihr nicht schon mal vorgehen, Boltax? Natürlich. Dann bis gleich. Ja, und dann würde ich mich aufmachen. Ich freue mich. Gott, endlich sind wir los. Ja, ich würde sagen, wir legen ein eher langsamen Schritt an und lassen die Zwerge ein bisschen vorlaufen. Eine gute Idee. Wir müssen noch auf Zulamin warten. Ja, Zulamin kommt jetzt auch heraus. Sie hat den Lärm gehört und noch einen Moment gewartet und sperrt jetzt ab. Wer möchte mich denn überhaupt zum Schiff begleiten? Habt ihr andere Dinge vor? Nein, also zum Schiff wollte ich ja schon immer mal. Das müsst ihr mir mal zeigen. Also Schiff klingt ja sehr spannend. Abelmir, Schiff, das klingt doch nach was. Ihr solltet vielleicht zuerst den Hochkönig aufsuchen. So gehört sich das wohl. Der Hochkönig ist hier? Ja, im Blauen Palast. Jetzt ist allerdings die Frage, ob ihr bei der ersten halben Stunde dabei sein wollt, wo er und die anderen Zwerge sich Witze erzählen. Müsst ihr nicht unbedingt, könnt ihr natürlich. Nun, es wäre ein Bruch der Etikette, wenn ihr nicht stehenden Fußes zu ihm halt. Aber ich bin bald tot, ich habe echt andere Sorgen. Nun, ich meinte auch Zulamin und nicht euch. Ja, die ist auch bald tot und hat andere Sorgen. Es wäre trotzdem ein Bruch der Etikette. Ja. Denkt ihr denn, dass er das sehr schwer nehmen würde? Nein. Könnte ihm nicht egaler sein. Wir sind doch sowieso hier, Kapitän, ja? Dann könnt ihr dem Mann genauso gut auch die Aufwartung machen. Was ist eigentlich jetzt mit unserer Malerin? Sie ist tot. Oh nein, ist sie krank geworden? Es war ein plötzlicher Tod. Eine kurze und schwere Krankheit, könnte man sagen. Naja, dann... Könnte man nicht. Es sei denn, jeder klassifiziert plötzlich einen Blutverlust aufgrund einer Schnittwunde als Krankheit. Nun, ich werde mich zu Albrax begeben, denn Rabenmund ist auch dort und ich werde ihm Bescheid sagen, dass unsere Leute Gerüste und weiße Wandfarbe brauchen werden. Ich bin sicher, mit den ganzen Bauarbeiten in letzter Zeit wird er das organisieren können.
verlieren wir keine Zeit. Naja, wie ihr möchtet.